Was geht ab, meine Sieg-Fighter-Hose, und heute mit allen Infos und Details zum neuesten Global-Update, Update 4.0.1. Bevor wir uns ansehen, was sich im Spiel geändert hat, kam mit dem Data-Download natürlich neue Charaktere hinzu. Wir haben nun alle Informationen zum Hit, Freunde, und wie ich es mir dachte, ist dieser Hit wirklich gut gemacht worden. Er ist nämlich der erste Dual-Kategorie-Leader. Das gucken wir uns gleich an, was sie genau drauf haben. Bevor wir damit anfangen, Freunde, die World Tournament Charaktere, World Tournament startet auf der globalen Version am 21.12.2018, 37 unsere Zeit. Dieser Bull bekommt sein Awakening, könnt ihr gerne mal abchecken, was dieser Bull drauf hat. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Dieser Goku ebenso, das sind die World Tournament Charaktere. Dieser Cell wird der World Tournament Preiskarte sein. Diesen Cell, Freunde, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu holen aus dem World Tournament. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Extreme Class Supporter. By the way, kommt auch das Extreme Battle for Cell am 21.12. um 37 Uhr morgens unserer Zeit. Trunks Kid und Mai sind quasi auch wie auf JP fungieren wie Elder Kai. Diese kommen auch am 21.12. 7 Uhr, nee, sogar früher um 1 Uhr morgens unserer Zeit. Die Sache ist die nämlich, am 21.12. um 1 Uhr morgens fängt die Christmas Celebration an und da kommen dann die Ingame News und dann wissen wir, okay, das und das kommt dann und dann. Aber Freunde, wie gesagt, die neuen Charaktere, der neue Hit, den wir wählen durften, dieser erscheint am 24.12. 37 Uhr morgens unserer Zeit. Wir haben die Informationen zum Hit selbst, aber noch nicht zum Banner. Gucken wir uns das Ganze mal an, was dieser Hit drauf hat. Er kommt natürlich mit einem neuen Dokken-Event. 77 Medaillen werden wir brauchen, um ihn zu awaken. Und Freunde, das hat er drauf. Er ist vom Extreme Tech Leader, Extreme Tech Type, sorry. Aber sein Leader-Skill ist... Er gibt den Universe 6 Charakteren, also wie wir es uns sagen, ist er auf jeden Fall ein Universe 6 Charakter Leader. Diesen gibt er Ki plus 3 HP, Attack und F 170%. Wir gucken uns die Kategorie gleich an. 170% kann ich verstehen an der Stelle, weil die Kategorie beschränkt ist, aber das ist doch nicht alles. Oder er gibt Universe Survival Saga Charakteren Ki plus 3 150% auf alles. Das ist einfach der Leader Skill von Jiren. Freunde, Warriors Universe 6 Charaktere. Ki plus 3 170% oder... Universe Survival Saga Charaktere, Ki plus 3 150%. Dieses. Der Fakt, dass er der erste Dual-Kategorie-Leader ist und dem zweiten, der zweiten Kategorie so einen starken Boost gibt, das steigt seinen Wert immens, Freunde. Das ist wirklich ein richtig guter Leader-Skill. Weil, wenn man. Es gibt nicht viele Universe 6 Charaktere, aber da braucht man einige gewisse, die kann man im Team spielen. Und wenn man dann Universe Survival Saga Charaktere reinklatscht, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist genauso gut. Weil es gibt viele Universal-Charaktere. Und da ist ein LRGF, da ist ein Jiren, da ist ein Uigoku, da ist ein Ero Vegeta, Freunde. Da geht auf jeden Fall einiges. Da ist MVP C17. In Sachen Team mit Aspect geht dank dem Leader-Skill wirklich sehr, sehr viel. Also dieser Leader-Skill ist wirklich sehr gut. Außerdem macht er immense Damage und hat eine Medium-Chance, den Gegner zu stunnen durch die Super-Attack. Passive ist folgendermaßen, wirklich ein Gesamtpaket. Den angegriffenen Gegner, dessen Angriff und Verteidigung senkt er. Den Angriff des Gegners, den er angreift, senkt er um 20%, die Verteidigung um 80% für zwei ganze Runden. Das ist richtig gut. Hat zudem eine hohe Chance, den Gegner für eine Runde zu stunnen mit seinem Angriff. Also wenn er angreift oder auch wenn die Ulti durchkommt. Es ist nämlich so, sollte eigentlich so sein, dass quasi angesehen wird, okay, triggert sich der Passive, triggert sich dieser Stun durch die Passive, dann ist es eine Runde. Wenn er sich durch die Ulti triggert, dann sind das zwei Runden. Wenn er eine Super-Attack startet, bekommt er 120% auf seinen Angriff. Das war noch nicht alles. Zusätzlich, wenn der Gegner gestunt ist, bekommt er weitere 80% auf seinen Angriff. Und macht sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus. Die Passive ist brutal, der Leader Skill ist brutal. Und es war mir wirklich klar, dass sie ihn schmackhaft machen werden, weil er zu Christmas kommt. Die Sache ist folgendes, der letzte Teil, dass der Gegner gestunt ist. Ich weiß. In den letzten Phasen in vielen Dokkan-Events kann man den Gegner nicht stunnen. Aber, ihr müsst nicht nur an Dokkan-Events denken. Auch so, ohne diesen Netzteil ist er gut zum einen. Aber für Super Bad Road ist er eben, der ist richtig gut für das Super Bad Road, sag ich mal. Für die Zukunft zum Beispiel, auch wenn die Universe 6 Kategorie kommt, die Kategorie Stage oder Universe Survival Saga Kategorie Stage. Jedenfalls stellt sich mich aber hier die Frage, dass wir haben ja quasi nur Theorie, wie wird das in der Praxis sein? Denn, ist das so? Eigentlich ist es so, dass wenn ein Charakter den Gegner durch seine Super-Attack stunt, dann kommt dieser Stun erst nach dem Angriff. Heißt, durch den Stun der Super-Attack sollte sich selbstständig durch ihn selbst der letzte Passive-Teil nicht triggern. Heißt, er braucht im Endeffekt auch einen Vorbereiter. Es sei denn natürlich, er macht eine Additional Ulti. Dann sorgt er selbst dafür. Aber, worauf ich hinaus will, ist dann, wie ist das mit dieser Passive hier? Mit dem durch den Stun durch die Passive. Aktiviert sich dieser Stun durch die Passive quasi mit dem Angriff, sodass er
sich selbst dafür quasi sorgt, dass er diesen letzten Teil Boost, den letzten Boost bekommt. Eigentlich ist das nicht so auch durch die Passive, aber da wären wir quasi schlau, wenn der Dude online kommt und wir das in der Praxis testen. Aber wenn dem so ist, dann ist er wirklich richtig gut, weil der tut sich für dieselben, für den letzten Passive-Teil quasi selbst vorbereiten. Aber außerhalb davon quasi, es sollte eigentlich nicht so sein, aber wir werden da quasi im Endeffekt spätestens schlauer, wenn der Dude online kommt. Experience Fighters hat er hier 10% auf den Angriff, Code Judgment, Infighter, Shocking Speed, Fierce Metal, Warriors of Universe 6 und Turn of Power. Und Freunde, weil er eben auch Universe 2 Charakteren einen Boost gibt, ist er auch hier legit ein richtig guter Vorbereiter für LRGF, denn durch seine Passive, er muss den Gegner nur angreifen, senkt er dessen Angriff um 20%, heißt der Gegner hat für zwei Runden ist der Angriff des Gegners gesenkt, heißt LRGF, seine Passive triggert sich, er teilt sich mit LRGF, Experience Fighters, Shocking Speed, Turn of Power und Fierce Battle, GG. Also zum Beispiel kann man spielen Hit in einer Rotation mit LRGF und MVP C17 in einer Rotation mit LRGF. Fertig. GG. Und das ist die Rotation auf ewig, so sag ich mal. Aber auch anders geht in im Team mit Aspekt wirklich sehr viel. Freunde, Hit ist wirklich sehr, sehr gut. Hit ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich aber meine Hype-Brille mal runternehme, dann stellt sich mir die Frage, wenn Hit so gut ist, wie gut werden dann Gogeta und Broly? Wie gut werden dann legit Gogeta und Broly? Wir wissen zwar nicht, wie das Banner von Hit aussehen wird, aber ich kann jetzt schon verstehen, wenn man für Hit summonen will, einfach für ihn, weil er wirklich gut ist, so ist es nicht. Aber, da muss ich auch sagen, wartet noch dann, wenn wir Klarheit haben, wirklich was Gogeta und Broly drauf haben werden. Und das soll jetzt mehr oder weniger zeitgleich passieren. Also nächste Woche werden wir wissen, spätestens was Broly und Gogeta drauf hat. Und wir wissen auch, was Hit jetzt drauf hat. Und dann können wir abwägen. Denn auf Global sollte ja Ende Januar, sollten die Dragon Ball Super Broly Charaktere kommen. Und die werden halt legit nicht auf Global kommen. Deswegen ist halt die Frage, sollte man noch weitersparen oder für Hits sammeln? Dazu kann ich euch wirklich mein letztes Statement geben, wenn wir wirklich wissen, was auch noch Gogeta und Broly drauf haben und wie die Banner aussehen werden. Also nächste Woche schätze ich mal ein, beziehungsweise zum Banner-Preview. Jedoch ist es ja ein Christmas-Banner. Heißt, cool wäre, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass er mit einem Discount kommt. Dass zum Beispiel der erste Durchlauf vergünstigt sein wird, dass man weniger Stones zahlt als sonst. Da würde ich dann sagen, wenn es so ist, dann nimmt da den ersten Durchlauf mit und versucht euer Glück. Es gibt leider noch keine Tickets in den Daten für ein Christmas, dass man quasi Tickets für Summon bekommt und dann in den Christmas Banner sammeln könnte. Kann sich vielleicht noch ändern die Tage, da wissen wir noch nichts. Wie gesagt, mein letztes Statement dazu werde ich aber auf jeden Fall noch geben im Banner Preview oder wenn wir quasi Klarheit haben. Aber auch so wirklich Respekt, diesen Hit hat wirklich eine gute Karte gebraucht und das ist wirklich eine richtig gute Karte, vor allem sein Leader-Skill. Aber wirklich, das stellt mir die Frage, wenn der so gut ist, wie gestört werden dann Broly und Gogeta. Jedenfalls, mit dem neuen Hit kommt ein neuer Frost, Freunde, der wird summonable sein. 35 Medaillen werden wir brauchen, um ihn zu awaken mit dem neuesten Dokken in Medaillen von Hit. Ja, awaked heißt der Frost Full Power. Was hat er drauf? Könnt ihr euch gerne mal abchecken. Great Glorious Attack für eine Runde macht Supreme Damage. Passive ist folgendermaßen Key plus 3. Und für Key plus 3 für 6 Runden bekommt er selbstständig. Auf den Angriff bekommt er 120% und auf die Verteidigung 60%. Hat zudem die Medium-Chance, den Gegner mit der Super-Attack zu stunnen. Interessant ist es, dass es in der Passive ist. Wisst ihr warum? Normalerweise ist ja dieser Stun-Aspekt mit der Ulti, mit der Super-Attack im Buff des Super-Attacks, aber da hat er einen anderen Buff. Heißt, ich schätze, hier ist es auch für eine Runde, obwohl es nicht dran steht. Weil normalerweise ist es immer, wenn es in der Passive steht, für eine Runde und in der Super-Attack für zwei Runden. Aber da werden wir, wie gesagt, schlauer in der Praxis, wenn die Jungs online kommen. Linksil könnt ihr euch gerne mal abchecken. Der ist wirklich gar nicht mal so schlecht, wäre auch im Endeffekt ein Vorbereiter für Hit zum Beispiel. Wenn er durch Stun durch die Super-Attack, dann kommt Hit hinterher. Außerhalb davon, genau, sind das die Links jetzt, wie gesagt. Dann haben wir noch einen neuen Bota Magetta, so like BD. Der wird auch summonable sein auf jeden Fall, denn er braucht den Dokken Medaillen vom Hit. Heißt, wenn man den Dokken awakt, ist das folgendermaßen. Supreme Damage erhöht seine Verteidigung um 30% für 6 Runden. Key plus 3, Attack Manif 100%, hat er immer, das ist richtig gut. Und hat einen Schutzschild aktiviert gegen jeden Angriff, wenn die HP 80% und drunter sind. Das ist auch wirklich gut, so ist nicht. Infighter hat er zum Beispiel mit Hit. Rival Duo hätte er für LRGF zum Beispiel, wenn man LRGF spielt im Team. Und sein Sofortfreunde könnt ihr euch gerne mal abchecken. Dann gibt es noch einen Bota Magetta, bei dem ich mir unsicher, ob auch summonable sein wird. Aber könnte auch Free-to-Play sein, weil der hat 27 Kosten. Wobei, ja doch, der hat 17, ja 19 Kosten. Ich schätze, der wird Free-to-Play sein. Kann mir vorstellen, dass da ein Story-Event kommt. Jedenfalls hat er auf die Verteidigung 80% und eine hohe Chance, eine Damage-Schlagstunde zu haben von 50%. Also ist wirklich auch ein guter Charakter, der defensiv stark ist. Und, Freunde, The Legend of Champa. Er wird ein Awakening bekommen und der wird auch richtig gut nach seinem Awakening. 35 Medaillen wird man brauchen, um ihn zu awaken. Und nach seinem Awakening, Freunde, ist ein Universum 6 Kategorie-Leader. Diese Kategorie gibt der Key plus 3 HP, Attack und F einfach mal 120%. Das ist echt gut. Oder physisch gerade in den Key plus 3 HP, Attack 70%.
macht Supreme Damage, tut die Verteidigung des Gegners greatly verringern. Schaut euch die Pass an. Das ist krank. Der hat einen Stammplatz im Universe 16, sage ich euch sofort. Denn den Universum 6 Charakteren gibt er Key plus 2 Attack und er 40%. Was? Zudem hat er eine Medium Chance, dass er 200% auf den Angriff bekommt. Innocent Slingsil, Modern Mizzen, Over 9000, Shocking Speed hat er, das ist gut. Godly Power 4 ist bei Linksil gehen so, aber durch seine Passive sorgt er für Key. Also Champer, endlich haben die mal richtig gut gemacht, Freunde. Lass mich hier an der Stelle auch auf jeden Fall wissen, was sagt ihr zu den neuen Charakteren, weil Hit ist wirklich übertrieben gut. Jedenfalls sieht die Kategorie folgendermaßen aus. Sie ist sehr eingeschränkt, ja, aber deswegen kann ich es verstehen. Es war klar, dass sie eingeschränkt sein wird, aber deswegen kann ich verstehen, dass sie 170% auf Boost bekommt. Das Gestörte ist halt, dass man, wenn man die Charaktere nicht hat, ist nicht schlimm, weil man kann einfach Universe Survival Saga Charaktere reinklatschen und die bekommen 150%. Das ist genauso gut. Jedenfalls, zum Beispiel, ein reines Universum 6 Team kann ich mir vorstellen. Hit ist auf jeden Fall drin. Kefler ist drin, Kalifla K kann man reinpacken, Champa als Supporter und dann zum Beispiel Super Saiyan Sai K als Supporter. Oder dann den neuen Frost oder so, wisst ihr, was ich meine? Also das Team an sich, wenn man die Karten hat, ist auf jeden Fall auch gut. Aber wenn man die Karten nicht hat, oder selbst auch wenn man sie hat, wird man auch sicherlich auf jeden Fall ein LRGF zum Beispiel reintun. Eben mit der Konstellation, wie ich euch gesagt habe zum Beispiel. Hit mit LRGF in der Rotation und C-Sitze mit LRGF. Das ist halt legit, das ist übertrieben. Also Sachen Team-Aspekt durch die Dual-Katru-Leader, dass sie so einen brutalen Boost hätten. Ich hätte gedacht, dass der zweite Leader-Skill von der Dual-Katru weniger Boost bekommt. Also, aber dass er so hoch ist, das ist gestört. Und da, legit, wie wird Gogeta und Broly? Das frage ich mich gerade die ganze Zeit. Jedenfalls, das Extreme Zero-Ing von Texas kommt online am 21.12. Freunde, um 7:30 Uhr unserer Zeit. Und ja, das werden wir uns dann auf jeden Fall näher anschauen, wenn das Ganze online ist. Ansonsten habe ich hier noch was richtig. Ein Blue Dragonstone kommt hinzu, Blue Dragonstone 4, Freunde. Und zwar wird man den sicherlich kaufen müssen im Shop. Aber es wird auch ein Red Dragonstone 5 geben. Dieser kommt auch in das Spiel hinzu. Und diesen werden wir sicherlich zum Login-Bonus bekommen, also Free-to-Play. Also wir können den Charakter aussuchen. Wie gesagt, es gibt leider kein Christmas-Ticket, aber erstmal so viel zu den neuen Charakteren. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was hattet ihr zu denen. Lasst uns ganz kurz rüber switchen in das Spiel selbst und uns kurz gucken, was hat sich denn im Spiel durch das Update geändert. Genau, schauen wir uns, wie gesagt, die Informationen zum Update 4.0.1 an. Und da kam zum einen hinzu ein neues Feature. Das ist hier Pan-Roboter. Ich habe den Namen von ihm vergessen. Oder keine Ahnung, wie der Roboter ist. Jedenfalls tut er uns empfehlen, Free-to-Play-Charaktere empfehlen. Free-to-Play-Charaktere, die man aktuell erfarmen kann. Free-to-Play-Charaktere, die man awaken kann. Free-to-Play-Charaktere, die ihr Dupe-System online haben. Die Dupe-System-Events, die man quasi auf 100% bringen kann. Gucken wir uns gleich an, das Feature. Zudem, das ist auch sehr cool, das gucken wir uns auch gleich an. Wenn ihr auf den Charakter draufklickt, dann könnt ihr direkt von dem Screen des Charakters ins Training springen, in Awakening-Tab oder ins Dupe-System. Tags wurden hinzugefügt, das ist auch sehr cool. Gucken wir uns gleich näher an. Suchleiste wurde hinzugefügt, ihr könnt jetzt Charaktere nach Namen suchen in eurer Charakterliste. Das ist auch wirklich ein schönes Feature. Die Medaillen, nach die ihr euch anschaut, da könnt ihr direkt auf das Event springen, ja, durch den Button, der da drauf ist. Außerdem gibt es das Scrollbar, also ja, Scrollbar wurde hinzugefügt, User Interface, Adjustments, Displays. Ja, und da wird die Fallgröße angezeigt vom Data Download, das ihr gerade runterladet. Filter wurde ein bisschen angepasst, gucken wir uns gleich an. Friend Filter wurde angepasst, das ist wirklich sehr, sehr cool. Jetzt ist das nämlich so, wenn ihr das Spiel startet, da und einen Friend sucht, zum Beispiel ihr sucht jetzt, die setzt den Friend-Filter auf Dream of Gods, Super Int, ihr wollt quasi einen Uigoku-Friend, dann bleibt diese Eingabe so lange, bis ihr das Spiel neu startet. Ja, da müsst ihr nicht immer die ganze Zeit wieder die ganzen Settings machen, sondern das ist einmal gesetzt, solange ihr das Spiel gestartet habt, sag ich mal. Finde ich gut. Ein paar Bugfixes gab es und so und so fort. Jedenfalls, hier ist der Boy Recommended Characters. Da tun die quasi Charaktere empfehlen. Hier wird zum Beispiel aktuell empfohlen Trunks, Super Saiyan Trunks Future, weil ihn kann man aktuell awaken. Da steht gerade Dokken Awaken the Character. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr klickt hier drauf und dann wird euch angezeigt, okay, das ist der Charakter, der empfohlen wird. Wenn ihr da draufklickt auf Event, dann kommt ihr auf das Event, wo ihr die Medaille braucht, um ihn zu awaken. Ja? Ihr könnt dann hier draufklicken, wie er vor dem Awaken ist. Da wird alles gelistet, was er drauf hat. Könnt ihr Supertext euch anschauen, die Details euch ansehen und so und so fort. Und oben rechts ist so ein Stern, dass wenn ihr das setzt, dann habt ihr ihn quasi gespeichert. Und dann könnt ihr, wo war das zu, wie hieß das hier, genau, to Bookmarks. Da habt ihr quasi ein Lesezeichen gesetzt und dann ist hier quasi der Trunks, den ihr gesetzt habt. Und dann habt ihr euch quasi, ja, und müsst einfach so ein Lesezeichen gesetzt, ne? Okay, so viel dazu und dann gehen wir mal rüber zur Charakterliste. Folgendes in der Charakterliste hat sich geändert, Freunde. Zum einen Filter, okay, das hat sich komplett neu geändert. Ihr könnt es abordnen, aufordnen einstellen. Das könnt ihr auf jeden Fall so machen, wie ihr es mögt. Jedenfalls haben wir noch ein paar Sachen hinzubekommen. Favorite und Non-Favorite sollte hinzugekommen sein. Außerhalb davon könnt ihr Tags setzen. Wie gesagt, wenn ihr Tags setzen sollt, dann klickt ihr auf Aktivieren, auf On und dann
könnt euch Tags setzen. Was sind diese Tags? Das ist quasi für euch einfach eure Charaktere zu kategorisieren. Ein Beispiel zum Beispiel. Hier werden alle Charaktere angezeigt. Wenn ihr nach rechts klickt oder tippt, scrollt, whatever, dann werden euch Charaktere angezeigt ohne Tag. Dann könnt ihr aber eure eigenen Tags setzen. Hier zum Beispiel. Hier sind keine Charaktere drin. Dann klickt ihr vor, zum Beispiel, ihr wollt eure Charaktere listen oder Charaktere sammeln, die auf 100% sind. Dann schreibt ihr zum Beispiel dran 100. Und dann, also das ist der Name meines Tags. Und hier füge ich alle Charaktere hinzu, die bei mir so gesehen auf 100% sind. Edit Tag, klickt ihr drauf und dann könnt ihr die Charaktere setzen. Ja, zum Beispiel jetzt mal spontan die. Und dann jetzt sind die Charaktere gesetzt und ihr könnt quasi aus dem Filter heraus, wenn ihr zum Beispiel eine Charaktere sucht, direkt hier, da habt ihr eure Tags und dann könnt ihr die Charaktere quasi, ja, leichter suchen und finden, ganz einfach gesagt. Wenn ihr auf den Charakter klickt, wie gesagt, und da ist jetzt oben ein Button bei den Charakteren, Growth steht da dran, da könnt ihr, wie gesagt, direkt vom Charakter aus Bildschirm zum Training-Tab springen, zum Awaken-Tab oder hin Potential-Tab. Training und Awaken sind natürlich hier deaktiviert, weil er schon max trainiert ist und max awaked. Aber, wie gesagt, wenn die Medaillen angezeigt sind, Freunde, dann könnt ihr auf die Medaillen klicken und dann könnt ihr von hier auch aus eigentlich auf das Event klicken. Jetzt die Protara-Medaillen bekommt man nicht aus dem Event. Gucken wir uns mal da vielleicht ein besseres Beispiel an. Wenn wir zum Beispiel Lobster zurückgehen, nehmen wir mal zum Beispiel einfach mal den, nehmen wir mal den einfach hier. Und dann klicken wir hier drauf und dann lassen wir uns die Medaille anzeigen, nicht diese, sondern boom, die hier. Und da können wir dann draufklicken, to Events, und dann wird euch angezeigt, okay, natürlich, das Event ist logischerweise momentan offline, deswegen kann ich da nicht draufklicken. Aber wäre es offline, dann springt ihr direkt in das Event. Das finde ich wirklich ein cooles Gimmick auf jeden Fall, ein nettes Feature. Freunde, so viel aber auch zum Update. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen, lass mich ganz kurz mal nachschauen. Aber lasst mich auf jeden Fall wissen, was hattet ihr vom Update, was hattet ihr vor allem von Hit? Sie haben mich schon schmackhaft gemacht, oder? Da könnt ihr mir, glaube ich, zustimmen. Jedenfalls hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like, meine Freunde. Ich gucke nochmal ganz. Ah, die Suchleiste, genau, die Suchleiste zeige ich euch auch ganz kurz. Das ist ganz easy. Nämlich da, das ist hier oben. Moment. Hier, bam, seht ihr die hier? Die Lupe da oben, da klickt ihr einmal drauf und habt ihr eine Suchleiste und ihr könnt quasi Charaktere nach den Namen suchen, Freunde. Da müsst ihr nur Namen, links könnt ihr nicht suchen, da könnt ihr Namen suchen, zum Beispiel wenn ihr reingibt Goku, dann werden euch alle Charaktere angezeigt, die den Namen Goku haben. Wie gesagt, so viel zu dem Update und zu den neuen Charakteren, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be